CDU-Fraktion hat nun der Kollege Reinhold Sendker das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind tatsächlich in einer Verkehrsdebatte, nicht in einer Umweltdebatte. Alle wesentlichen Haushaltsdaten unterstreichen, dass sich unser Land weiter auf einem soliden Wachstumspfad befinden. Logistikweltmeister, bald wieder Exportweltmeister, das sind großartige Auszeichnungen und sind zunächst einmal das Ergebnis der Arbeit der Menschen im Lande, aber auch das Ergebnis hervorragender Politik der Regierung hier in Berlin, möchte ich einmal deutlich feststellen. Dass der Verkehrssektor und die Verkehrsinfrastruktur das richtige Fundament ist und das Fundament überhaupt für jegliche volkswirtschaftliche Prosperität, muss ich hier nicht weiter betonen. Folglich gilt es, den Verkehrssektor weiter zukunftsfähig zu gestalten. Und genau vor dieser Zielsetzung, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind wir in den letzten Jahren ganz enorm vorangekommen. Erstens durch eine grundlegende Modernisierung der Verkehrspolitik. Zweitens durch deutlich mehr Geld für Erhalt und Ausbau der Verkehrsanlagen. Und drittens, vom Minister deutlich herausgestellt, Ausbau unserer digitalen Leistungsfähigkeit. Diese positiven Veränderungen sind das Ergebnis unserer Koalition und ganz besonders steht dafür unser Minister Alexander Dobrindt. Die Große Koalition kann im Übrigen auf eine ganze Latte erfolgreicher Entscheidungen verweisen. So steigen die Verkehrsinvestitionen Haushaltsjahr 17 auf ein neues Rekordniveau. Mit der Mautpflichterweiterung Mitte 2018 stärken wir ausdrücklich die Nutzerfinanzierung. Für dringende Brückensanierung und Substanzerhaltung wurden mit einem Sonderprogramm die Finanzmittel deutlich erhöht. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn 2/3 des Geldes für den Erhalt eingesetzt werden, ist dies genau das richtige Signal für den Erhalt und die Instandsetzung unserer Verkehrsanlagen. Und diese Erhaltmaßnahmen sind dringend erforderlich. Unter anderem auch für die Reduzierung der Lärmemissionen, einem Kernanliegen unserer Politik, dem ja auch die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung, die Luft II, dient. Zu den sehr begrüßenswerten Veränderungen im Rahmen der Haushaltswirtschaft zählt nicht nur die Herstellung der Überjährigkeit, um die wir lange gerungen haben, sondern als weiterer Baustein auch die Komplettbewirtschaftung aller Mittel des Bundesfernstraßenausbaus durch die Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft, unsere FIFG, mit dem Ergebnis deutlich höherer Transparenz von mehr Haushaltsklarheit und Wahrheit. Das schon gestartete Bundesförderprogramm für den Breitbandausbau ergänzt diese Erfolgsrichte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, noch mehr dies und noch mehr steht für die positive Entwicklung der letzten Jahre, steht für den Wendepunkt in der Investitions- und Haushaltspolitik im Bereich von Verkehr und digitaler Infrastruktur. Dafür hat es übrigens von fast allen Fachverbänden viel Beifall gegeben. Ja, es sind die richtigen Aufschläge für eine zukunftsfähige Verkehrsinfrastruktur, die unser Land auch tatsächlich voranbringen werden, da bin ich ganz sicher. Bei dem vorliegenden Rekordhaushalt im Bereich Verkehr, digitale Infrastruktur, habe ich bisher in der Debatte nur wenig an fundamentaler Kritik gehört. Wir haben einiges an Kritik erfahren durch die Opposition. Und da möchte ich Sie einmal bitten, so mindestens einmal die Bewertungen auch unserer europäischen Nachbarn zur Kenntnis zu nehmen. Von denen erfahren wir beste Kommentare, allen voran von unseren französischen Kolleginnen und Kollegen, wörtlich: Wir wären gerne so gut aufgestellt wie Sie in Deutschland, haben wir anlässlich unseres Obleuteaufenthaltes vor einem Jahr erfahren. Da stelle ich fest, das ist hohe Anerkennung unserer Arbeit und damit auch Anerkennung der Arbeit unseres Ministers, der diesen Kurswechsel erfolgreich mit uns eingeleitet hat. Die Verkehrsinfrastruktur unseres Landes befindet sich folglich in einer fundamentalen Umbruchphase mit der Zielsetzung eines digitalisierten, nachhaltigen und globalisierten Verkehrssektors. Dabei ist zu beachten, dass die Verkehre weiter wachsen werden. Dies bestätigt auch die Verkehrsprognose 2030, wonach allein, und ich schaue auf die Schwerlastverkehre, ein Anstieg von 40% erfahren werden. Eben dafür ist ein Upgrade unserer Verkehrsinfrastruktur erforderlich, mit dem Bundesverkehrswegeplan 2030 folglich, den Ausbaugesetzen, die demnächst bei uns auf der Tagesordnung stehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht hier
um die Festigung der Leistungsfähigkeit des Gesamtnetzes. Es geht weiter um das Prinzip Erhalt vor Neubau. Ja, und es geht um klare Positionen für unsere zukünftigen Verkehrsinvestitionen. Und deshalb, liebe Kollegin Valerie Wilms, geht es hier nicht um eine Wünsch-dir-was-Liste zur Beglückung der Wahlkreisabgeordneten aus der Großen Koalition, sondern sie ist sachlich absolut zielführend, liebe Kolleginnen und Kollegen, zukunftsweisend. Ich stelle fest, das ist moderne und gute Verkehrspolitik. Darüber hinaus gibt es mit dem Bundesverkehrswegeplan 2030 auch eine realistische Finanzierungsperspektive, betone, die es so noch nie gegeben hat. Also ein nationales Prioritätenkonzept zur effektiven Mittelverteilung mit Rekordinvestitionen auf nunmehr insgesamt 270 Milliarden Euro für die leistungsfähigen Verkehrsnetze in Deutschland. Ich streiche, noch nie dagewesen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Da ist nicht Kritik und Lamento, da ist viel Beifall angesagt. Wer sich überdies einmal die Bedarfsplanauflistung baureifer Verkehrsprojekte in Deutschland ansieht, erkennt, dass es da eklatante Unterschiede gibt zwischen Bayern, Nordrhein-Westfalen und anderen Bundesländern. Er stellt aber auch fest, dass wir in Deutschland derzeit viel weniger an Finanzierungs- als an Planungsproblemen haben. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, darüber müssen wir in der Fachdiskussion noch weiter reden. Zum Investitionshochlauf in diesen Jahren trägt unter anderem auch die Nutzerfinanzierung bei. Sie wird sich erhöhen durch die Ausweitung der Lkw-Maut um jährlich 2 Milliarden Euro abzüglich der Systemkosten. Insgesamt gesehen stehen bei Haushalt und Nutzerfinanzierung schon im nächsten Jahr für Investitionen in die klassischen Verkehrsträger Straße, Schiene, Bundeswasserwege knapp 13 Milliarden Euro zur Verfügung. Das ist erkennbar. Ein neues Finanzierungshoch will heißen, wenn man mal auf das Jahr 2009 zurückgeht, 40% mehr für unsere Verkehrsanlagen. Das sind Finanzmittel, die schwerpunktmäßig neben Erhalt und Ausbau auch für neue Impulse benötigt werden, zum Beispiel zur Bekämpfung des Schienenlärms und zur Schaffung barrierefreier Bahnhöfe. Und im Jahre 2018 wird diese Investitionslinie auf 14 Milliarden ansteigen. Ich stelle fest, diese Entwicklung kann sich weiß Gott sehen lassen. Und mir ist es wichtig, liebe Kolleginnen und Kollegen, einmal an dieser Stelle Bilanz zu ziehen. Für zusätzliche Finanzmittel, die das Delta der Unterfinanzierung, das wir lange Jahre beklagt haben, endlich schließen, haben wir auch lange Jahre als Verkehrspolitiker gekämpft. Wenn wir auf diese Periode schauen, in der Großen Koalition, dann waren es 5 Milliarden mehr durch den Koalitionsvertrag, dann das Zukunftsinvestitionsprogramm der Bundesregierung. Es folgt die Mautpflichterweiterung und nun weitere Fördermittel im Bereich der Breitbandversorgung. Diese aktuellen und validen Haushaltsdaten sind das Ergebnis unseres Einsatzes und sie sind, ich stelle es hier fest, ein klarer und großer Erfolg unserer Koalition. So gratuliere ich unserem Minister zur Steigerung der Investitionen in den Breitbandausbau auf nunmehr 4 Milliarden für den ländlichen Raum. Für unversorgte Regionen brauchen wir in der Tat mehr Geld. Mit den Fördermitteln soll bekanntlich das politische Ziel erreicht werden, was Minister Alexander Dobrindt hier ausgeführt hat. Wichtig für die Menschen und wichtig für mittelständische Betriebe in der ländlichen Region, der es bestimmt nicht weniger Innovation als anderswo gibt. Daher kann ich diese Entwicklung als Abgeordneter aus einem solchen Region ausdrücklich begrüßen. Mit den Worten "The time is now" hat mal ein US-Präsident seine Politik begründet. Ja, hier und jetzt ist es Zeit, mehr Geld für die Förderung digitaler Infrastruktur in ländlichen Räumen bereitzustellen. Und lieber Kollege Klaus, genau das tut unsere Bundesregierung. Gerade zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, ich betone, überall in Deutschland. Also eine absolut richtige Entscheidung. Vielen herzlichen Dank, Herr Minister. Schließlich ist es eine weitere erfreuliche Nachricht, dass im Rahmen der Haushaltsaufstellung sämtliche parlamentarische Beschlüsse zum Haushalt 2016 dauerhaft ausfinanziert worden sind. Vom automatisierten, vernetzten Fahren, von den innovativen Verkehrstechnologien bis hin zur Förderung der alternativen Kraftstoffinfrastruktur.
Zum Abschluss, liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Verkehrshaushalt 2017, das muss klar hier gesagt werden, ist schon im Entwurf, ein rundum starker Aufschlag. Die Unionsfraktion begrüßt ausdrücklich die sehr positiven Entwicklungen, die ich hier angesprochen habe. Dank moderner Verkehrspolitik ist Deutschland bestens aufgestellt. So freue ich mich auf die Diskussionen und Beratungen des Einzelplanes 12 im Fachausschuss und danke Ihnen allen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.